Hallo, ich bin Julia Gößler, Coach und Aurachirurgin. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was macht denn eine Aurachirurgin? Und zwar sorge ich dafür, dass wir zusammen dein Energiefeld ändern, damit dein Körper ja Gesundheit, liebevolle Beziehung und Erfolg wählen kann. Einfach mal das, wo du sagst, okay, das möchte ich, das wünsche ich mir. Und wie kommen wir dahin? Denn mit der Aurachirurgie kannst du nämlich direkt ins Energiefeld gehen. Und dort schauen, okay, was ist denn da all noch? Was ist denn da alles, was mich so in diesem Leben hält, so fast schon mit so Kaugummischnürchen, dass ich da nicht rauskomme? Und das sind man ganz oft so Erinnerungen, traumatische Erfahrungen in Beziehungen. Klar, die Eltern sind da fast immer auch drin, aber auch bei Erfolg, wenn es nicht weitergeht. Was hängt denn da so in deinem Energiefeld? Und da kommt die Aurachirurgie ins Spiel. Weil wir lösen die auf, wir lösen einfach die Sachen ab. Und zwar bringe ich dir bei, weil ich finde es immer schöner, wenn du das irgendwann selber kannst, als wenn du abhängig bleiben würdest von mir. Ich bringe dir bei, wie du in dein Energiefeld gehen kannst und dann die Sachen findest, die dich da so blockieren, wirklich mal so einfach groß und frei zu werden. Und wie du das veränderst und dann auch, was du hinzufügen musst. Weil ganz oft ist es im Leben auch da, okay, was muss denn hinzukommen? Und das zeige ich dir. Und ich arbeite einerseits mit Frauen, einfach in den Kursen. Ich bringe dir das bei, die entweder heiler werden wollen oder die halt selbst was haben. Also ich habe viele, die haben selber was. Die haben Krebs, die haben Autoimmunerkrankungen, so wie ich auch eine hatte, die jetzt auch nicht mehr da ist. Und manche wollen einfach mehr Erfolg. Die sagen, okay, ich habe mich jetzt so angestrengt, so abgestrampelt für Jahre und es bewegt sich nichts. Ne? Und dann drehen wir das. Ja, was sitzt da noch? Quasi so ein Quatschi in deinem Energiefeld, der dir einfach sagt, nee, für dich nicht. Also wenn du viel Geld hast, hast du keine Freunde mehr. Oder was es sonst noch für Glaubenssätze gibt. Oder auch bei der Gesundheit, weil wir sind dieses unendliche Wesen. Und ganz oft haben wir uns eine Krankheit kreiert, weil wir es nicht besser wussten. Die war zu irgendeinem Zeitpunkt, war die ein Beitrag für uns. Und wir wussten nicht, dass wir das umwählen können. Und wenn du das einmal weißt, dann musst du nur noch rausfinden, okay, was hält dich denn noch, dass du nicht wählen kannst? Ne, was hält dich noch? Was die ganzen Ärzte sagen, nee, also du wirst gar nicht mehr gesund. Ja, wie viele Leute gibt es, die das drehen? Wie viele Leute gibt es, die das für sich umändern? Ne? Und ich habe auch ganz viel mit Babys und Kleinkindern gearbeitet. Und das ist so süß, weil das ist total, die haben noch gar nicht dieses emotionale Gepäck. Den zeigst du einmal, wie man wählt. Und dann durch ein paar Sessions wandelt sich das. Ich hatte ein Baby, das musste fast die Niere rausoperiert worden. Der war 8 Monate. Ja, und bei der nächsten Untersuchung hieß es, nee, ist alles in Ordnung. Ne? Und auch jemand mit Epilepsie, wo sich plötzlich dann das EEG so ganz, ja, ganz neu aufstellt. Also da gibt es so viele schöne Geschichten. Also gerade so mit Kleinkindern. Schreibabys ist auch, mit denen du gar nicht so richtig kommunizieren kannst. Und wenn du das dann auf energetischer Ebene machst, kommst du ran an den Körper. Ne? Weil ich zeige dir auch, wie du austestest, was dein Körper braucht, damit du es halt drehen kannst. Ne? Und auch, wie ziehst du dir das in dein Leben, was du wirklich willst, damit du halt nicht die ganze Zeit in diesem alten Leben, wo du dir eigentlich schon irgendwie sagst, ja, aushaltbar ist es, aber mehr auch nicht, halt hinein in dieses, oh wow, ja, so möchte ich das. Und das machen wir mit Aurachirurgie. Ne, bringe ich euch bei. Da, einfach damit du das auch selber kannst. Weil wie schön ist es, wenn du irgendwann weißt, okay, ja, so kreiere ich mir das. Ich brauche meine Krankheit nicht. Ich kann auch die Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, zu meinem Partner wandeln, weil ich weiß, wie ich mich wandeln kann. Ne, was hält mich da noch, dass ich jedes Mal sauer auf meinen Partner bin, wenn er so Kleinigkeiten macht, wie Socken liegen lassen oder mich anflaumt, anstatt zu sagen, okay, ich habe diese Größe, ich ändere das jetzt. Und genau das lernst du bei mir. Und ich bin ganz gespannt, euch das alles näher zu bringen auf dem Kongress. Ich freue mich auf euch und bis bald.